Wir sind im Pongau, genauer gesagt in Bischofshofen, wo derzeit die Revision des Kraftwerks stattfindet. Pro Jahr erzeugen übrigens alle Wasserkraftwerke der Salzburge zusammen etwa 1200 Gigawattstunden Strom. Ein wichtiger Beitrag zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen im Bundesland Salzburg. Damit die Maschinen im Kraftwerk nicht ineffizient werden bzw. ausfallen, ist das Team der Salzburger rund um die Uhr in Bereitschaft. Dabei wird der Zustand, in der sich die Maschinen befinden, sehr intensiv überwacht. Bei dieser Maßnahme jetzt laufen sehr umfangreiche Maßnahmen. Also das Laufrad wurde ausgebaut, das Laufrad wurde komplett demontiert und in sämtliche Teile zerlegt. Man muss sich das so vorstellen, dass die Laufradflügel immer optimal zum Wasserdurchfluss verstellt werden müssen. Das heißt, es gibt einen komplexen Verstellmechanismus im Laufrad drinnen, der wird komplett überholt, sämtliche Verschleißteile ausgetauscht. Die Laufschaufeln selbst werden wieder überarbeitet, dass sie die optimale hydraulische Form haben. Soweit die Theorie. Jetzt geht's aber runter zur Turbine. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo eben die Leitschaufeln sind, vom Leiterapparat. Und da haben wir die inneren und den äußeren Lager, die haben wir alles neu gemacht und neu abgedichtet, dass eben wieder alles dicht ist und für die Zukunft alles in Ordnung ist. Man schaut natürlich, kann man da schauen, dass eben die ganzen Verschleißsachen und wieder die Oberflächen und das sind, und die sind eben alle in Ordnung, das kann man so lassen. Wenn ich jetzt da noch weiter runtergehe, gehen wir jetzt in Unterwasser, in den Oberwasserbereich. Und beim Oberwasserbereich ist natürlich auch, sind die Dammbalken gesetzt, und dass eben kein Wasser kommt. Und da unten sind eben die Kühlschlangen, und bei den Kühlschlangen machen die Reparaturen, beziehungsweise wir schauen alles an, ob alles in Ordnung ist und waschen alles raus. Herausforderung ist ja so, zum Beispiel bei den Leitschaufeln ist es so, wenn ich jetzt da durchgehe, es könnte ja jederzeit passieren, dass die Leitschaufel dreht und das Mehl klemmert. Natürlich haben wir das alles ausgesichert, dass einem nichts passiert. Es ist immer eine rutschige Oberfläche da, weil alles nass und dreckig ist, und da kann man immer natürlich auch auf den Kopf oder wo fallen. Darum ist es ganz wichtig bei uns, immer einen Helm zu tragen. Wenn wieder alles in Betrieb ist, kann das Laufkraftwerk hier in Bischofshofen wieder den normalen Dienst aufnehmen und produziert sauberen Strom für Salzburg. Ein Laufkraftwerk funktioniert übrigens relativ einfach, wie hier die Animation vom Kraftwerk Lehn in der Stadt Salzburg zeigt. Die Turbine wandelt die potenzielle Energie des Wassers in eine mechanische Drehbewegung um. Eine Welle und ein Getriebe verbinden die Turbine mit dem Generator, der hier wie ein Dynamo funktioniert. Dieser produziert 100% sauberen Strom. Gezielt wird das Wasser von der Salzach auf die Turbine geleitet. Zuerst öffnen sich die Leitschaufeln. Sind diese halb geöffnet, beginnt sich das Laufrad zu drehen. I've been running all my days. Die Maschinen sind sehr umweltfreundlich und nachhaltig. Sie erzeugen mit regenerativen Energien, also per Wasserkraft, Energie. Wir sind ja gerade mittendrin, auch hier für die Instandhaltung uns weiterzuentwickeln. Stichwort Predictive Maintenance, das heißt vorausschauende Instandhaltung. Wir versuchen hier über die Verwendung von Daten, die die Anlage ständig generiert, Modelle zu entwickeln, die den Verschleiß vorhersagen und uns noch genauere Informationen geben, um die Revisionszeitpunkte optimal zu gestalten. Also eine runde Geschichte auch für die zukünftige Erzeugung von Strom hier aus der Region, also sprich aus Salzburg. Und die Arbeiten hier in Bischofshofen werden mit Ende April abgeschlossen sein.
Alle Informationen zu den Kraftwerken der Salzburge finden Sie übrigens auch im Internet unter salzburg-ag.at.